Hallo Stefan. Hallo. Wie hast du das gemacht? Ja, mal was anderes abseits vom Trainingsplatz. Hier ein bisschen Spielereien bei BSK. Wie hat es euch denn gefallen? Also ich fand es richtig cool. Das ist genau so mein Ding, was ich super finde. Ist natürlich cool, schon am Eingangsbereich mit dem Fingerabdruck. Ist natürlich was ganz Besonderes. Und es sind natürlich wahnsinnig viele Spielereien hier. Ja, das ist schon cool. Geht bei dir? Nichts bei dir. Das ist eine neue Kameramann von der Spielvereinigung. Ja. Wie gut du das machst. Ich habe mit Fußball aufgehört jetzt. Ja. Lobenswert. An der PlayStation habt ihr euch jetzt mal ein bisschen ausprobieren können. Da geht es mit ein bisschen weniger Ernsthaftigkeit ran. Wie ist es denn ausgegangen? Wie ist es denn gelaufen? Ich bin natürlich da ein absoluter Laie drin. Der Hille zockt, so wie ich höre, jeden Tag. Und von daher habe ich mich gut geschlagen und kann natürlich nur vom Besseren lernen. Ja, was ist Manik und Frank Buschmann. Liga, Pokalwettbewerbe und natürlich auch international. Ich spiele jetzt nicht jeden Tag, so wie Fürsti das behauptet hat, aber ja, gegen ihn reicht's. Also das ist halt. Genau. Ja, unglücklich verloren. Bin eigentlich die ganze Zeit im Rückstand hinterhergelaufen. War spielbestimmend, aber der Hille war heute leider zu effektiv und somit muss ich ihm einfach gratulieren. Eine unfaire Attacke. Freistoß gegen den FC Barcelona. Wieder einer dieser Mascherano-Zweikämpfer. Dem kommt so schnell keiner vor. Komm, das ist natürlich auch eine Schweizer-Leistung. Das muss man so deutlich aussprechen. 2-1, da bin ich wieder. Ja, zweite Liga, heißt immer stärkste zweite Liga der Welt. Ist es vielleicht auch die verrückteste zweite Liga der Welt? Ist ja doch einiges, so wie man es vielleicht vor der Saison nicht unbedingt erwarten konnte. Drei Aufsteiger ganz oben, Pauli, Union, 60, die haben auch alle zu kämpfen. Wie beschreibt ihr denn die zweite Liga der Saison? Ja, das ganze Feld ist natürlich zusammengerückt. Man muss sehen, die drei Aufsteiger spielen eine Bombensaison bis jetzt, leben natürlich auch von der Aufstiegseuphorie. Dann kommen von oben natürlich auch Mannschaften runter, die auch den Anspruch haben, ja, den direkten Wiederaufstieg zu schaffen. Und von daher ist das eine sehr ausgeglichene Liga mit wahnsinnig vielen starken Mannschaften. Man sieht das auch an den Ergebnissen, dass jetzt ja, einfach man nicht tippen kann, wer gegen wen gewinnt. Jeder hat die Möglichkeit, jeden zu schlagen. Wichtig ist, dass wir einfach bei uns bleiben, unsere Spiele möglichst gewinnen, um die Punkte auch bis zur Winterpause dann noch einzufahren. Wir wissen, dass die bisherige Saison mit vielen Höhen und Tiefen bestückt ist, aber wir wollen jetzt Kontinuität reinbringen, um einfach dran zu bleiben. Man sieht, die Tabelle ist so eng, man kann schnell hinten reinrutschen, aber auch mit einer Siegesserie auch wieder vorne angreifen und das ist auch unser Anspruch. Was ist es denn, was euch schlussendlich jetzt gerade von den Mannschaften, die ganz oben dran stehen, die einfach 3-4 Punkte mehr haben, was ist es, was euch da gerade so unterscheidet? Gibt es da irgendwie, ist es Glück, ist es Qualität, wo kann man das Ganze denn festmachen? Wenn man vorne in der Tabelle steht, dann gehört natürlich auch das Quäntchen Glück dazu. Trotz alledem haben wir einige oder mehrere Fehler gemacht, die dann auch zu Gegentoren geführt haben und damit machen wir es uns einfach schwer, einem Rückstand hinterher zu laufen. Wir haben die Qualität, das haben wir auch in der Saison schon bewiesen. Und das wollen wir aber Woche für Woche abrufen, um uns dann einfach auch zu positionieren. Wir haben jetzt erstmal Augenmerk aufs Defensive gerichtet gehabt. Und man muss auch sagen, dass wir jetzt im letzten Spiel kaum Torschancen zugelassen haben. Wir haben auf jeden Fall die Qualität und wir müssen es nur halt auf den Platz bringen und in gewissen Momenten nötige Glück haben und Qualität haben wir auf jeden Fall. Wir haben definitiv noch schwierige Aufgaben vor der Brust, die wir aber bewältigen werden.
Das haben wir uns auch intern so gesagt, dass wir ja noch genügend Punkte sammeln wollen, um einfach dann ja nach oben hin die Mannschaften nicht weglaufen zu lassen. Und dann in der Winterpause kann man sich wieder neu sortieren, kann man nochmal gezielt arbeiten an den Schwächen und an den Stärken und dann hoffentlich den Schwung mit in die Rückrunde zu nehmen.